Ja, servus zum dritten Teil. Ich bin heute am Kanal. Wahrscheinlich das letzte Mal jetzt vor unserem Polenurlaub. Der beginnt jetzt nächste Woche. Wir fahren eine Woche an den Turkusowy Wisalew. Das ist eine Art Paylake mit 4 Hütten auf dem Wasser. Richtig, richtig schöne Anlage. Da waren wir vor 2 Jahren schon mal. Und ja, da wird sich der dritte Teil eigentlich mehr von da handeln, wie von den Gewässern in unserer Region. Hoffe, ich kann da ein paar Fische fangen, kann euch da ein bisschen mitnehmen. Zeige euch die ganze Anlage auch mal, werde euch den kompletten See mal zeigen und werde jetzt auch anfangen, dann, wenn ich nach Hause komme, mit Vorfächerbinden, Liedkostbleisen, alles mal ein bisschen zu ordnen und dann schauen wir mal, dann nehmen wir euch definitiv mit. Und ja, vielleicht geht noch einer am Kanal, ich glaube eher nicht. Ich bin hier an einer neuen Strecke jetzt unterwegs. Aber ist jetzt auch Nebensache für heute. Ein paar Stündle einfach nochmal raus. Und ja, dann wollen wir mal gucken, was so in Polen läuft. Ob die da auch Bock haben. Ich halte euch definitiv auf dem Laufenden. Und wir sehen uns dann das nächste Mal in Polen. Macht's gut. Haltet die Ohren steif. Ciao. Ja Leute, wie ihr seht, die Matte ist nass, es hat tatsächlich geklappt. Ich schwenke mal kurz die Kamera. Ja, ich habe gerade den Bus ein bisschen zusammengekehrt. Gedacht, naja, ein, zwei Stündle mach's noch, danach fährst du wieder heim zur Family. Und als wir gerade geschleust haben, lief die Rute im Dauerton ab, auf dem 18mm Pop-Up. Ja, auch das geht im Kanal. Ja, was soll ich sagen, schöner Schuppi. Nicht allzu groß, aber pures Gold, makellos. Sau cool. Also, wir sehen uns. Ciao. So Leute, guten Abend. Der Bus ist gepackt. Morgen früh um 7:30 geht's los in Richtung Polen. Wie versprochen, halte ich euch da auf dem Laufenden. Ja, Bus fahren soll man. Mit Kind 2 Wochen. Ohne Bus keine Chance. Also ich glaube, ich hätte die Sachen nie im Bus ohne Bus reingebracht. Habe aber auch jetzt komplett alles dabei. Vom perfekt präparierten Futter bis hin zu gefühlt 1000 vorgebundenen Rigs. Futterboot, alles ist dabei. Ich zeige es euch mal kurz, dass ihr wisst, wovon ich spreche. Also, der ist proppenvoll. Jo, gucken wir mal, was abgeht. Ob die Fahrt gut wird. 6 Stunden haben wir circa zu fahren. Jo, ich halte euch auf dem Laufenden und wie gesagt, wir hören uns dann in Polen. So, guten Morgen. Der nächste Tag ist angebrochen. Heute früh um 6:30 lief die Rute. Die Fische werden größer. Das Futter ist angenommen. Schaut euch mal den fetten Schuppi an. Richtig dicken Bauch, richtig schönes Schwein. Geil. We'll be right back.
oder dritte Fisch aus Polen. Schöner Spiegler mit knapp 10 Kilo. Richtig cooler Fisch. Gebissen auf 11 Meter Tiefe. Auf dem Liberty Wafter. Sehr cool, so kann es weitergehen. Montagentechnisch sieht es so aus, dass ich ca. 70 cm Bottomcord benutze. Hier mit einer ganz normalen Safety Clip Montage. Ein dickes, schweres Grip Lead, das ich aber ganz leicht hier aus dem Clip entfernen kann. Und hier ein Kombi Rig mit dem SFC und unten dann ein New Versa in Größe 4 hin. Jo, so einfach sieht es aus. Ich habe jetzt die letzten beiden Fische an einer Kante auf ca. sag mal 100 bis 150 Meter da draußen. Habe jetzt zwei Fische an der Kante verloren. Habe da jetzt die Ruten liegen mit Subfloat-Montagen, habe mir da Plastikflaschen gebunden. Danke an dieser Stelle auch nochmal am Ike und am Dave, die mir da ein bisschen unter die Arme gegriffen haben, mir ein paar Tipps gegeben haben. Und hab da jetzt heute Nacht auch schon einen Fisch drauf fangen gekönnt, ohne dass die Kante irgendwie was ausmacht. Jo, so sieht's aus und so viel zum Montage und zum Rig. Jo, kleines Update von mir. Wir haben heute Mittwoch. Bis Sonntag haben wir noch Zeit. Dachte, ich melde mich mal. Location-technisch, glaube ich, habt ihr schon ein bisschen was sehen können. Schon einige Fische jetzt gefangen, bis knapp 16 Kilo. Der Rest fängt eher weniger. Sitzen aber auch definitiv auf die schlechteren Plätze, sage ich mal. Also, wir haben echt Top-Plätze erwischt, wo wir ins Freiwasser rausfischen können. Und ja, konnten jetzt bis knapp 16 Kilo eben fangen. Das meiste geht nur nachts. Jetzt habe ich mir gedacht, ich gucke heute mal mit der Drohne hoch, wo die Fische denn stehen, ob man was sieht. Und tatsächlich, die stehen auf ca. 350, 370 Meter am anderen Ufer und direkt am Rand und sonnen sich oder fressen da ganz langsam auf der Sandbank. Bin jetzt mit dem Futterboot rausgefahren, habe mit dem Futterboot direkt auf 2 Meter abgelegt, also da geht die Kante hoch von 10 Meter auf dem Plateau bzw. am Rand auf 2 Meter und da habe ich die Rute abgelegt. Ist natürlich Action mit der Drohne, mit dem Futterboot, die Fische anfahren, abzulegen, wieder zurückzufahren, die Drohne zurückzufliegen. Alles in einem, ich glaube eine halbe Stunde hat es gedauert, hat es geklingelt, läuft die Rute ab. Das war jetzt glaube ich der längste Drill meines Lebens, über 370 Meter zu drillen. Und das mit Mono, weil ich Geflochtene nicht dabei habe und die auch verboten ist hier. Jo, ich habe ihn rausbekommen, hatte jetzt nur 9 Kilo, aber ich glaube, das war einer der besonderen Fische, die ich bisher jetzt fangen konnte, weil das war mit viel Arbeit verbunden, das kann ich euch sagen. Gebissen hat er auf einen einzelnen Poppy,
18 mm Nautic ab in Washed Out Yellow. Und dazu bloß ein bisschen Hanf und Blutwürmer. So im Mix gefüttert, ein paar Pellets, ein bisschen Stickmix. Und tatsächlich fressen sie jetzt unterm Tag drüben an der anderen Uferkante. Bei uns kann ich das Spiel leider nicht machen, weil bei uns fällt es direkt, ich glaube, auf 3,5-4 Meter unter den Hütten ab. Jo. Mal schauen, was noch kommt, ob es jetzt bloß ein Zufallsfisch war oder ob es nochmal passieren wird. Wir werden sehen. Ich fahre jetzt noch eine zweite Rute rüber. Die meisten Bisse kommen eigentlich nachts, kommen aber auch auf 10 bis 11 Meter. Also nachts ziehen sie dann runter und fressen unten. Jo, mal schauen, was ich noch berichten kann. Und wir hören uns definitiv. Macht's gut. Jetzt mal das Futter. Das ist hier ein Mix aus Fischboilies, fruchtigen Yellows. Dann habe ich noch schön Tigernüsse und kleine Pellets, Compound Mix reingemacht. Schön ein bisschen Liquid drüber. Seht an meine Hände. Es haftet schön dran. Und in das andere, da ist jetzt Tigernüsse, gekochter Mais, Hanf, Blutwürmer, ja, also richtig attraktiv. Ich kann euch noch was zeigen, passt mal auf. Ich weiß nicht, ob man das sieht. Die Weißfische, die kommen hier wie die Berserker, wie die Piranhas kommen, die da Rotfedern und so weiter. Ja, ich grüße euch. Wir sind heute am vorletzten Tag angekommen unseres Polentrips. Also so schnell sind auch wieder 7 Tage dann vorbei. War jetzt von Sonntag bis Sonntag, haben wir jetzt gebucht. Jo, was soll ich groß sagen? Wer ins Paradies will, der sollte definitiv hier mal herfahren. Vom Weg her, weil viele gefragt haben, das sind ungefähr, ja, von uns Nürnberg aus sind es 5,5 Stunden. Ist man eigentlich echt gut hergefahren. Und jo, es ist wirklich das Paradies, gerade für Familien, für Frauen, die vielleicht ein bisschen mehr Luxus brauchen als andere, sage ich mal. Bei uns war es jetzt der entscheidende Faktor eben mit Kind, dass wir gesagt haben, wir gehen eine Woche angeln und haben eben diese Hütte oder eben das Apartment, wo man trocken bleibt und nicht groß mit Zeltbus oder sonstiges leben muss. Jo, zu den Fischen hier habe ich schon am Mittwoch, glaube ich, berichtet, sind wir jetzt ungefähr bis 16 Kilo gekommen. Habe gestern mit der Drohne aber Fische gesehen, jenseits von Gut und Böse. Also die sind hier definitiv auch drauf. Jedoch waren die in einem Bereich, wo man unbefischbar ist. Das geht hier hinten, das zeige ich euch gleich mal um die Kurve. Und da liegen Bäume drin und da stehen die drin. Ich habe gestern auch einen schönen Koi hinten gesehen. Also das war gestern wieder das Highlight schlechthin. Und ja, wir haben jetzt heute den vorletzten Tag hier. Morgen früh um, ich glaube, 11 müssen wir aus der Hütte sein.
Da wird noch das Auto gepackt und dann geht es weiter zur Family von der Frau hier in Polen. Und jo, dann war es das auch wieder mit der Woche Fischen. Man freut sich da das ganze Jahr drauf und ratzfatz ist wieder vorbei. Aber war echt eine mega Zeit. Und auch nochmal fettes Dankeschön und fetten Respekt hier an die Leute vor Ort. Haben wir voraus Mais bestellt, wurden 50 Kilo Mais gekocht, an der Hütte hingestellt. Also wirklich, das ist Service pur hier. Auch was Essen und so weiter angeht. Kann man jeden Tag Essen bestellen, wenn man möchte. Supermärkte sind, ich glaube, 2 oder 3 Kilometer hier weg. Also das ist hier für jeden definitiv ein Erlebnis und was dabei. Und am Ende vom Tages kann ich sagen, Frau happy, Kind happy und der Papa happy. Ja, wie gesagt, ich hoffe, euch hat es ein bisschen gefallen. Auch, dass ich euch über Instagram ein bisschen mitgenommen habe in Stories und dieses ganze Vorgehen hier. Und ja, zeige euch jetzt gerne nochmal vom Apartment Steg 5 den Platz. War jetzt gestern Nacht nochmal krasser Wetterumschwung. Wie ihr im Hintergrund sehen könnt, sehr stürmisch, regnerisch. Die Fische hatten nochmal richtig Bock. Hier ist einer der größeren, die wir fangen konnten. Ich hoffe, der hält. Schöner schwarzer Spiegler, knapp 15 Kilo. Schöner grünender Abschluss davon. Geil.